In Neumünster braut sich gerade Ärger zusammen. Direkt vor einer Schule im Stadtteil Brachenfeld entsteht zurzeit eine Art Straßenstrich. Seit kurzem bieten hier eine wachsende Anzahl junger Frauen offensiv ihre Dienste an. Keine 50 Meter vom Schulgebäude entfernt und oft schon in den frühen Abendstunden, wenn in der Schule noch Betrieb ist. Für die Schulleitung keine schöne Angelegenheit. Schule und das Gelände hier ist ein geschützter Raum für Kinder, um zu lernen, zu arbeiten, um einfach da zu sein. Und die Eltern gehen auch davon aus, dass ihre Kinder hier sicher aufgehoben sind. Im Moment ist es so, dass durch die Folgen der Prostitution an der Plöner Straße dieser Schutz beeinträchtigt ist. Und es geht hier um den Schutz der Kinder, der Jugendlichen. Und das ist ein Zustand, den wir als Schule nicht akzeptieren. Und wir werden in enger Abstimmung mit der Polizei, mit dem Schulträger entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diesen Schutz eben wiederherzustellen. Aber ganz einfach dürfte das nicht werden, denn Prostitution ist in Deutschland bekannterweise nicht verboten. Solange dort an der Straße keine Straftaten von den Frauen begangen werden, haben wir da natürlich auch Schwierigkeiten, griffige Maßnahmen zu treffen. Etwas anderes ist es, wenn sie sich dort auf privatem Grund befinden, wo Hausverbote ausgesprochen werden können. Wenn wir dann dazugeholt werden, können wir natürlich für diesen Bereich einen Platzverweis erteilen. Über die Hintermänner ist bislang noch nicht viel bekannt. Allerdings wird die Situation nach Polizeiangaben genauestens beobachtet.